Ja, hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Christina, ich bin freischaffende Künstlerin, selbstständig in meiner Mal- und Zeichenschule. In Wahrheit bin ich ein Kind Gottes. Ja, ihr Lieben, Titel des Videos soll heute lauten: Warum geht der Narzisst so oft fremd? Und ja, warum geht der Narzisst so oft fremd? Ja. Ich habe es ja schon oft in meinen Videos gesagt, dass die Narzissten zutiefst gestört sind und keine Energie aus sich selbst herausschöpfen können und sehr abhängig sind von energetischer Zufuhr im Außen. Ja? Und wenn sie fremd gehen oder wenn sie eine Affäre anfangen oder wenn sie überhaupt viel sexuell aktiv sind, dann gibt es denen ja auch immer wieder einen Kick. Ja? Und sie nähren sich quasi so. Und es gibt ihnen auch sehr, sehr viel Bestätigung. Dadurch, dass Narzissten eigentlich einen zutiefst gestörten Selbstwert haben, brauchen sie auch viel diese Bestätigung, ja, die sie dann auch durch das Sexuelle bekommen. Oder gerade wenn sie neuen Menschen treffen, dann, ja, dann ist es ja auch oft so, dass man erstmal ja, neugierig aufeinander ist. Ja, man wertet sich eher auf, man interessiert sich füreinander. Und das ist natürlich alles auch erstmal sehr, sehr berauschend, ja. Dann dient es ihnen auch zur Ablenkung. Ja? Narzissten haben ja auch viele Schuld- und Schamthemen und ja auch tiefe Wunden, die sie sich einfach nicht anschauen wollen oder auch nicht mehr können. Je nachdem, wie alt sie sind, je nachdem, wie tiefgreifend die Störung ist, sind Ablenkungen einfach sehr, sehr wichtig. Auch unabhängig vom Fremdgehen oder vom Sexuellen sind sie immer viel im Außen, müssen sich immer sehr, sehr viel ablenken. Ja, also dieses ofte Fremdgehen, das gibt ihnen einfach Kraft. Ja, es gibt ihnen Kraft, es wertet sie auf und ja, und sie können sich so von ihren Schatten einfach ablenken. Ja, wenn sie dann auch viel fremdgehen und eigentlich in einer Beziehung sind, dann vermeiden sie so dadurch auch den näheren Kontakt zu ihrem Hauptpartner, sage ich mal. Ja, also anstatt diese Beziehung zu vertiefen, halten sie so einen ja auch eher auf Abstand. Ja, deswegen kann man sich mit narzisstischen Menschen nicht wirklich entwickeln. Ja, es bleibt alles eher an der Oberfläche. Ja, ja, und diese ganzen Kicks durch das Fremdgehen bringt ihnen auch so eine bestimmte Pseudolebendigkeit, ja. Dadurch, dass sie sich halt auch so an so kleinen Dingen nicht mehr freuen können, ja, dadurch, dass sie auch sehr abgestumpft sind, ja, keinen guten Zugang zu sich haben, sie sind also auch gar nicht mehr so feinfühlig, sie haben ja auch kaum oder ja, sehr wenig Empathie und dadurch braucht es einfach auch diese härteren Reize und diese vielen Reize, um sich lebendig zu fühlen. Ich sage dazu immer Pseudolebendigkeit, weil ja, weil es keine wirkliche Lebendigkeit ist. Ja, also wenn das nicht wirklich aus dir selbst herauskommt, dann ja, wirst du ja auch, ja, dann wirst du ja auch zum Junkie, ja, weil du ständig abhängig bist von sowas. Also wenn ich zum Beispiel, ja, also wenn mir sowas begegnet, so ein extremer Rausch, so ein extremer Kick, das überfordert mich eher, ja. Das ist so etwas, wo bei mir eher die Alarmglocken angehen, also mein Körper reagiert dann auch drauf, ja. Also das stürzt mich dann auch früher oder später und meistens früher wirklich ins Leid, ja. Anstatt dass ich sage, boah, das bringt mir langfristig was, ja. Deswegen leiden Narzissten auch sehr oder deswegen sind sie auch so vielen Dramen verstrickt, weil sie dann zig Affären haben oder so, ne. Das macht ja auch alles Probleme, ja, weil diese Menschen bringen ja dann auch noch eine Energie mit rein, ja, oder die beschweren sich dann auch mal oder fühlen sich dann auch mal verletzt, ja. Und so ist man mit so vielen Menschen verstrickt, ja, dass es da gar keine klaren Verhältnisse mehr im eigenen Leben gibt. Und das hat der Narzisst sehr, sehr viel, ja. Und wenn man mit ihm in nahen Kontakt steht, dann kriegt man das natürlich auch ab. Ja, also sie sind, was das angeht, auch sehr, sehr unbewusst. Ja, dann kann das auch zur Demütigung, Verhöhnung dienen, ja. Also wenn du mit einem narzisstischen Menschen zusammen bist, gerade in einer romantischen Beziehung bist, dann ist es so, also er streitet alles ab, in der Regel streiten sie ja alles ab, aber du spürst das, ja. Und das gibt ihnen auch eine gewisse Macht, ja, und sie verkaufen einen sehr, sehr gerne für dumm, ne. Also sie denken echt, man checkt das nicht, ja, also
klar, wenn sie dann einen immer wieder verbal zurechtdrücken, ja, oder einen gaslighten, dann ist es ja auch wirklich schwierig, darauf zu kommen. Ja, aber man spürt das ja, man spürt es ja trotzdem. Und es gibt ihnen einfach so diese Überlegenheit, ja, und so fühlen sie sich einfach auch erhabener. Und das gibt ihnen einfach auch wieder. Oh, jetzt hängt die Kamera, das nervt mich gerade. Ja, das spielt einfach dann in ihren kaputten Selbstwert mit rein und so können sie sich einfach dadurch auch erhöhen. Ja, also die Kamera hängt jetzt ein bisschen, aber vom Ton her müsste eigentlich alles passen. Ja, dann, weil du ihnen meistens auch egal bist. Narzisstische Menschen sind in einem permanenten energetischen Überlebensmodus und wie gesagt, sie brauchen diese Energie und die ist einfach wichtiger als du. Ja, also du bist ihnen nicht so wichtig. Du bist ihnen nicht so wichtig. Der Kick ist immer wichtiger. Und sie werden sich immer eher für den Kick entscheiden als für dich. Ja, also sie sind sehr bedürfnisorientiert, ja, und das Bedürfnis steht an erster Stelle, nicht der Wert. Ja, nicht der Wert, nicht der Wert, Treue oder die Partnerschaft aufrechtzuerhalten oder da Energie reinzulenken, mal Nein zu sagen. Ne? Also sie haben auch sehr wenig Disziplin, sehr wenig. Und da kann ich euch auch den Rat geben, darauf zu achten, was der Mensch für ein Essverhalten hat. Wenn er sein Essverhalten nicht hinterfragt und alles in sich reinschlingt, ja, aufgrund dessen, weil er vielleicht auch wenig Disziplin hat, ja, also er isst dann lieber immer den Burger, anstatt zu sagen, ah nee, heute esse ich den Salat. Also wenn er sich da nicht dafür entscheiden kann, das spricht einfach auch für seine schwache Willenskraft. Und dann wird er auch in anderen Bereichen sehr willensschwach sein, ja. Und ja, mit so einem Menschen würde er nicht zusammen sein, ja, der bei jedem kleinen Arschwackler sofort zur nächsten hüpft, ja. Ja, weil das wird immer wieder die Beziehung schwächen, gefährden und letztendlich auch zerbrechen lassen. Ja, dann Einfluss von der Pornografie. Narzisstische Menschen sind meistens von der Pornografie stark geprägt, oft auch pornografiesüchtig. Also es kann auch wirklich krasse Ausmaße annehmen und das kann auch wirklich in ganz düstere Bereiche reinrutschen, so dass sie das auch ausleben möchten. Und einfach auch durch die Pornografie, durch die viele sehr sexualisiert sind. Ja, also sie sehen Frauen auch nur als Objekte, als Prostituierte. Ja, also ich meine, in Pornos werden ja auch viele schlimme Dinge vermittelt ja letztendlich, ja, das passiert ja meistens nicht oft freiwillig und es ist auch nichts Natürliches, es ist ja gestellt, ja, also ja, setzt euch mal mit der Pornoindustrie etwas auseinander, ihr werdet da auf jeden Fall sehr, sehr erschrecken, ja, und das nimmt der Narzisst ja durch den vielen Pornokonsum auf oder generell, ja, generell würde ich jedem raten, keine Pornografie zu konsumieren, ja. Weil das einen auch so wegführt von der Realität und wie gesagt, einen sehr sexualisiert, ja. So, dass man Menschen oder das andere Geschlecht gar nicht mehr, ja, normal sehen kann. Ja, und da kann ich auf jeden Fall nur jedem raten, sich von so einem Menschen zu trennen, auch auf die Red Flags zu achten. Also bei narzisstischen Menschen, gerade wenn sie sexuell so stark gestört sind, dann kommt sowas auch immer mal wieder durch Sprüche hoch. Ja, sie lassen oft perverse Sprüche von sich. Ja, und wenn man dann irgendwie komisch reagiert, dann ist es natürlich alles nur ein Witz. Ja, aber es ist kein Witz. Ja. Achtet auf jeden Fall darauf. Das sind oft einfach verstörende Sprüche, ja, wo man denkt, hey, das passt doch jetzt gar nicht zusammen. Du hast doch gerade gesagt, du bist mir treu oder so, ja, und im nächsten Moment äußerst du so einen perversen Witz, ja, also Witz, ja, oder so eine perverse Aussage. Ja, das ist kein gutes Zeichen. Also nehmt das auf jeden Fall ernst, ja, und lasst euch das nicht als Witz verkaufen. Und ich habe neulich wieder mal in die Biografie vom Picasso reingelesen und auch er hat über sich gesagt,
dass es für ihn undenkbar ist, nur eine Frau zu haben. Ja, der Picasso war auch ein zutiefst gestörter, sadistischer Narzisst. Und ja, ne, also irgendwo hatte er dann auch schon das Bewusstsein dafür. Sonst hätte er das ja so nicht gesagt. Und ja, die meisten Narzissten wissen auch, was sie tun. Und ja, fallt auf jeden Fall nicht drauf rein, auch wenn ihr sie bei sowas ertappt, ja, kommen dann auch wieder Manipulationstechniken von wegen, ja, du warst dran schuld, ja, dann kommt doch gern mal die Schuldumkehr oder ja, oder wenn sie sich zu sehr in die Ecke gedrängt fühlen, dann fangen sie an zu weinen oder setzen sich in Szene und spielen dann das Opfer und ja, bitte kein Mitleid mit solchen Menschen, kein Mitleid, ja. Geht euren Weg, trennt euch von solchen Menschen. Sie machen euch nur Probleme und sie schaden euch nur. Und das bricht einem ja auch immer wieder aufs Neue das Herz, ja, herauszufinden, dass da jetzt wieder eine neue Affäre ist, ja, oder viel, viel Schlimmeres, viel, viel Schlimmeres, viel Verstörenderes, ja. Weil, wie gesagt, sie sind zutiefst pervers.